So. Gesprochen. Machen wir es hier jetzt einmal fertig. Das Feld. So, es ist wieder Millimeterarbeit gefragt. Machen wir es einmal so. Einfacher. Bomb. Machen wir das jetzt am besten. Wollen wir das bringen?
Sehr schön. Perfekt. Sehr, sehr schön. Da haben wir wieder was rein. Gut. Schön. Schön. Eigentlich könnte man da jetzt schon was. Da mag's jetzt.
Jetzt wird verkauft. Schauen wir auf, wenn das da stoppt. So. Gucken, was man kriegt. Wichtigste. Tag. Tag. Jetzt habe ich es endlich geschafft, hoffe ich. Ja, willkommen.
Fleißig. Das bin ich jetzt dann hoffentlich auch. So, wir verkaufen jetzt gerade die letzten Ballen gleich. Gibt's für mich überhaupt noch was zu tun? Ja. So. War es jetzt über 300? Nein, ich glaube, es waren nur 200 oder so. Nein, entschuldige, ich meine Preis. Ach so, ja. 311, glaube ich. Ah, sehr gut. 312. Ich glaube, bei mir war es gestern nur so 286 oder so, oder? Da habe ich mir gedacht. Oder na, 76, glaube ich sogar nur. Ich spiele Farming Simulator, das ist mir zu heftig. So, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier. Sehr sech. Bei Farming Simulator. Oder auf Bayerisch sehr, sehr Bauernschädeln. Was geht? Stepper draußen kann man schon wieder mähen. Ja gut, das ist ja. Jedes Monat wächst eine Stufe. Das sind 4-5 Monate hast du. Halbes Jahr. Ah, brav, brav. Seh die Felderweiterung. Du? Es hat geregnet jetzt zwischendurch. Aber ich dachte, dann mache ich das gleich. Drei Stunden hat es geregnet. So, ich habe mich mal dran aufgemacht, da das Stroh einzusammeln, wo der Drescher gerade ist. Die Schwader steht eh irgendwo da. Schwader? Wie ist ein Schwader? Ja, für Stroh sammeln. Achso, rund ums Feld. Der Wagen meinst, also der Anhänger. Nein, der Schwader, der Stroh sammelt. Ach so, ja gut, ich mache jetzt einmal die Außenspur. Die zwei. Die mache ich normal mit dem Wagen. Einmal. Aber ich sehe, hast du den schon eingestellt, dass er das den auch automatisch hinholt. Wow. Immer. Okay, der ist auf 100%.
Immer. Braucht man nicht einstellen, das ist ein Standard. Gut, wenn ich den irgendwas falsch hinstelle, fährt er nicht automatisch hin. Sicher, wenn so ein Anhänger, sicher, so ein Anhänger im Feld, du hast den Fahrer gesagt, soll abladen beim Anhänger. Okay. Immer. Außer also er kennt mal den Anhänger nicht, aber das ist sehr selten. Aber das heißt, er muss direkt am Feld stehen. Ja, sicher, weil er kennt ja nur das Feld. Hast du es nie so gemacht, oder was? Nein. Immer nur mit Autodorf gemacht, oder was? Ich bin immer selber hingefahren, ehrlich gesagt. Immer. Ja. Wow. Das muss ich mir mal anschauen, dass ich das richtig einstelle. Weil mit Autodorf ist die sichere Variante, weil dann fahrt er auch schnell weg. Wenn er voll ist, wäre er jetzt weggefahren. Jetzt habe ich die Mehlbackeln da einer duschiert, bis der wird. Oh, läuft, dann kommt gleich wieder Geld in die Kasse. Mehlproduktion an. Ich tue jetzt gerade abladen. Naja, das ist das erste, was jetzt in die Mehlproduktion. Das Silage von dem Silage-Silo habe ich mir eigentlich gedacht, das könnte man eigentlich wirklich warten, bis der Silage am höchsten Preis ist und dann verkaufen. Man kann ja dann trotzdem sagen, direkt verkaufen. Aber dann gibt es weniger. Ach so. Hier gibt es immer weniger, aber direkt verkaufen. Ja, aber trotzdem müssen wir es dann nicht verkaufen fahren. Wobei ja. Ich würde schon verkaufen wollen. Okay. Naja, das ist ja dann, weil das könntest du ganz direkt verkaufen machen. Also um die 300 hat es immer. Silage hast du jetzt verkauft? Die Ballen ja. Hm? Hast du irgendwas gekauft? Wenn mir das so wenig vorkommt, Geld, sag ich mal. Ja, 140.000 hatten wir. Das ist von den Ballen. Hatten wir nicht immer so 200.000 für die Ballen? Ja gut, aber du musst rechnen, du hast die Hälfte vom Feld Graz letztens gemacht. Ich habe das ganze Grasfeld gemacht. Na, davor hast du die Hälfte unten bei Grasballen. Ach so, ja, stimmt. Da habe ich schon ein bisschen was genommen, ja. Das stimmt, da hast du recht. Weiß nicht, ob es eingesammelt. Ich hab's eingesammelt, ich weiß das. Aber jetzt haben wir, glaube ich, Und geht's aber genug. das fällt halt 85.000 weniger. Also wie ich angeschrieben habe, waren es 230.000, glaube ich. Haben wir mit den Ballen gemacht. Ah, okay. Ich habe gedacht, ich probiere es einmal beim Grasfeld auch, ob ich mit dem Schwader das machen kann, aber es geht sich genau um ein paar Zentimeter nicht aus. Ja, weil das war da ja fast dieselbe Breite wieder. Wie gesagt. Also die äußeren zwei Felder kann ich immer nur zur Hälfte mitnehmen. Ja, Schwader, also bei Gras würde nur zwei Felder maximal können. Am Ding. Beim nächsten Stunden-Ding sind wir schon über 300.000, die wir dann schon produziert haben. Das heißt vom Händler, gut, das vom Händler hast du gekauft, oder? Genau, das Grundstück. Okay, passt. Das ist jetzt das fehlende Geld, was mal abgeht. Ja, sag ich ja. Einstieg bin ich mit 230, dann 85, also 140. Und dann plus die Okay, das 170 passt jetzt. wieder. Abzüglich jetzt Helferkosten. Ja, ist klar. Jetzt können wir uns das schon leisten. Irgendwas Geiles im Angebot.
Der LKW kommt noch zu früh. Der Traktor für 100.000, aber der hat nur 230 PS. Ja. Was ist mit dem Schneiderwerk? Weiß ich nicht, ob du das brauchst. Können wir nicht so einen Blumenöl auch machen mal? Ja schon, aber dann hätten wir vielleicht auch einen größeren Mähdrescher und ein größeres Schneidwerk. Okay. Und das hat 3,4 Meter. Ja, für einen kleinen Drescher. Na gut, ja. Ja, so gesehen, ja, dann könnten wir es eigentlich kaufen, ja. Für einen kleinen Drescher. Ja. Ist es nur so eine Idee? Ja, das habe ich jetzt nicht so gedacht, ja. Wenn du sagst jetzt nein, ist Blödsinn, machen wir das am Großen alles. Aber ich denke mal, den Großen werden wir für die Felder brauchen. Für die Getreidefelder, für die Bäckerei und so dann. Wie du meinst, ich... Das kostet hab gestern viel, schon oder? einen Fehlkauf gemacht, also. Einen Fehlkauf gemacht. Mit dem Drescher dann. Warum? Weil ich ihn jetzt dann doch geholt habe. Ja, haben wir ja gesagt, dass wir ihn holen. Ei, okay. Ja, eh, dass wir dann zwei haben. So sparen wir uns einen großen dann. Gut, einen großen wollten wir ja dann auch irgendwann einmal haben. Ja, irgendwann, aber wenn wir jetzt zwei haben, dann brauchen wir jetzt keinen großen. Damit sparen wir uns jetzt den großen. Und da hätte ich mal eben gedacht, dass wir dann auch einmal. Zum Beispiel Mais oder nicht Mais, Sonnenblumen. Ja, ich weiß schon. Ja, sicher, irgendwann gehen wir eh drauf. Aber ich habe da schon jetzt nicht in näherer Zukunft, wo wir den kleinen haben, gedacht. Aber ja, sicher, können wir kaufen, das kostet ja nicht viel. Hm? Ja, kein Problem. Ist es nur so eine Idee, wenn du sagst, nein, Blödsinn? Nein, ist okay. Ehrlich. Nein, ist kein Blödsinn. Kostet ja auch nicht viel. Ja, eben. Ich habe jetzt nur nicht so gedacht. Ich hatte den Gedanken jetzt nicht so. Ich weiß, es ist auch eine Investition in die Zukunft, aber. Oder was ist mit Drescher los? Hast du den aufgehört oder? Nein. Okay, fahr jetzt nicht mehr alleine hin. Irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht, glaube ich. Vielleicht war er schon voll? Warte mal, jetzt fangen wir wieder an. Was ist da? Weil wenn er schon voll ist und es kein Anhänger am Feld, dann bleibt er stehen natürlich. 95% ist er. Aber der Anhänger steht schon am Feld, schon längst. Das heißt, in dem Fall werde ich wohl hinfahren müssen. Ist das eh, wenn er nur herumsteht? Dann... Aber ich habe ihn wieder aufs Feld zurückgestellt, das verstehe ich nicht. Das ist erwartet, ja. Na, muss ich was falsch gemacht haben. Aber ich habe ihn dort wieder hingestellt, wo ich ihn weggenommen habe. Dort so unten am Rand. Ja, wie gesagt, kann es sein, dass er schon fast voll war und dann... Ich meine, es kann sein, dass er vielleicht nicht ganz auch ausgeladen hat, weil er war schon auf 100%. Eben, darum sage ich ja. Und dann hat er sich's nicht gemerkt und dann wartet er erst voll und abladen. Mhm. Muss man beobachten. Also bis jetzt hat es immer funktioniert. Auch schon die letzten Mal. Auf den letzten Welten auch. Bis jetzt habe auch ich nicht eingegriffen. Vielleicht hat's ab und zu mal. Aber es hat ja nichts damit zu tun. Wenn du einen Anhänger hinstellst, dann muss es funktionieren. Ich glaube ja nicht, dass wir da getrennte Einstellungen haben. Glaube ich auch nicht. Eigentlich müssten wir genau dieselben. Genau, Drescher. Lass ihn jetzt einmal dastehen. Ah, was ich sprechen wollte wegen. Ja? Ich habe jetzt nochmal die Karte so ein bisschen rundherum angeschaut. Ich meine, es gibt schon einige flache Stellen, ja.
Dort würde ich auch bauen. Aber grundsätzlich, wenn wir dann, weißt du, größer bauen, so wie wir es gesagt haben, also 3-4 Kuhställe oder 3-4 Schafställe, werden wir nicht drum herum kommen, das selber flach zu machen. Okay. Und das Flachmachen kostet ja ziemlich viel Geld. Und ich weiß nicht, wie viel du da jetzt auskennst, aber so, diesen Frankreichhof, was wir hatten, das waren schon 500.000, 600.000, nur flach machen. Wow. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich weiß nicht, ob du das als Cheaten wertest oder so, dass wir uns einen Hof gründen. Oder ich einen Hof gründe quasi. Das flach, nur flach machen. Wirklich sonst nichts. Nur flach machen. Und quasi das Land wieder verkaufen, den Hof löschen. Nur, dass das Gebiet flach ist, dass wir dann drauf bauen können. Okay. Also keine Straßen zeichnen, nichts. Wirklich nur das flach machen. Flach machen. Und wenn es zu wenig flach gemacht ist, dann den Rest müssen wir uns sowieso selber machen. Ja, okay, können wir machen. Ich rede jetzt hier wirklich von großen Flächen. Wenn ich sage, es geht sich um einen Stall nicht aus, dann, ja gut, den müssen wir dann selber machen. Ja, ja, aber die Grundfläche. Aber die Grundfläche, quasi. Jetzt einmal das. Aha. Ja, okay. Oder wir bauen es halt kleiner und erweitern das dann immer. Bei Option 2. Aber es kostet halt trotzdem viel Geld. Ja. Ja, können wir machen. Das ist halt jetzt auch für die Zukunft. Wenn wir irgendwann sagen, okay, wir bauen jetzt die Schafe, dann mache ich das vor, mache ich es flach. Mhm. Manchmal da hinten 52, 51 und dann können wir bauen. Ich eben. Okay. Ah, wo fahre ich denn hin? Ah, das am 56 ist noch nicht gewachsen alles. Was ist so diese Hauptsetzen? Da kann Feld reinbauen. Sollten wir uns aber vielleicht anschauen, wenn es hell ist. Ja, ja. Okay, 45 ist auch noch nicht gewachsen. Aber irgendwann ist es gleich. Dann? Ja, das ist 46er. Genau, 46 ist gleich. 45 ist dann nur zur Hälfte. Tun wir da eh wieder Weizen anbauen auf dem kleinen Feld? Ich baue jetzt Weizen an, ja. Okay. Weil da ist nämlich eine Stelle, wo noch Weizen nicht abgeerntet ist. Und wenn man da was anderes drüber tut, dann... Okay, da ist noch Weizen im Wachstum. Krass. Da kannst du unten am Ende, aber wenn eh wieder Weizen anbaust, ist wurscht, dann hat man es halt nicht weggenommen. Geht nur darum, dass nichts anderes drauf ist. Unten auf den Ecken. Also die Ecken. Ich meine, was wir uns jetzt natürlich überlegen könnten auch, wenn wir jetzt dann noch Felder dazu bauen, ob wir uns jetzt dann nicht schon bald einen größeren Wagen kaufen sollten. Zum Einfüllen. Oder mehrere kleinere ist auch recht. Aber das ist halt jetzt wieder, weil wir es unterschiedlich. Ich habe es ja eben so gemacht. Du wirst einen großen gekauft haben, weil du es immer selber abgefahren bist, aber ich habe dann immer einen kleinen auf jedes Feld gestellt. Nein, ich habe auch diese kleinen gekauft immer. Achso, okay. Und habe zwei, drei gleich dran gehängt. Weil was ich habe da meistens da auf dem Feld gestellt, dort drüben auf dem Feld gestellt, und wenn der Drescher dort war, habe die dann nacheinander abgefahren. Ich würde es halt so machen, dass man dann nicht immer hinfahrt, dass man eben schaut, dass alle dreimal voll sind oder so zum Beispiel, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß schon, was du meinst, ja.
Wahrscheinlich habe ich mir jetzt eben gedacht, einen großen, weil ich eben noch nie so die großen gehabt habe. Das kann Ach natürlich so. auch sein, aber. Ich habe schon. Außer diesen einen Ladewagen, kann ich mich erinnern, diesen Überladewagen, den ich da mal im Feld gehabt habe. Sorge, ja. Wär's voll. Wär's Pum zu. Sehen wir schön jetzt Baum. Baum! Herrn auf Holz. Mit guten Samen haben die Bauer extra zusammengelegt. Ich weiß nicht, aber das will ich. Okay. Da habe ich schon was verpfuscht dann. Oh ja, ich bin nur selber weggefahren mit dem Traktor, mit dem. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Oder ob ich da was gemacht habe. Aber er tut's nicht. Eh krass, der ist mit dem Feld auch bald fertig schon. Kann man eigentlich bald die Sämaschine hinterher schicken. Soll ich noch da? Ja, Alex, bist du noch da?